Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pushover. Wir machen direkt weiter mit Level 30, nachdem ich den Code wie immer eingegeben habe. Ich glaube, jetzt habe ich mich vertippt. 08718 war's. So, und los geht's. Das fängt schon genauso gut an, wie es aufgehört hat, wie ich sehe. Erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, hier oben muss auf jeden Fall irgendein Stein muss hier runter. Nehmen einfach mal den hier. Nee, das ist... Gar nicht so einfach, aber was anderes hat man ja auch nicht erwartet. Ich glaube, wir machen das mal so. Also die ganze Idee ist, wenn wir den jetzt hier anstoßen, springt er ja praktisch zurück. Das heißt aber, dass hier rein theoretisch auch noch so ein Verzögerungsstein hin muss. Ansonsten, weil der muss ja dann darum und muss dann wieder in die andere Richtung. Das heißt also, der hier muss weg. Und wie kommt die dann da runter? Achso, das fällt von da oben runter. Wir probieren es einfach mal so. Ja, hier. So. Bis jetzt ganz gut aus. Hat auch so funktioniert, aber natürlich wie immer zu langsam. Wir müssen schneller werden. Ich muss schneller werden. Ja, wie war das jetzt? Verdammt. Den hatte ich hier runter. Den hatte ich... Wo hatte ich denn den hingetan? Hatte ich, glaube ich, mit hier hin. Der war mit hier oben. Das war so. Ach ja, dann hatte ich den so. Genau. Na, ja, das wird schon wieder knapp. Das so, ich glaube, so war's. Ich hoffe es doch mal. Zack und runter. Ja. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Level. Level 31. Das sieht zumindest schon übersichtlicher aus. Hm.
Der Aufsteiger muss natürlich hier hin, weil da hinten nützt er nichts. So, jetzt bleibt aber noch die Frage. Moment, der hier oben. Ah, die können mit hier hinten hin. Weil wenn der da hinten runterfällt. Genau, und der muss mit hoch. So könnte es klappen. Jawohl. Oder? Doch. Also man sieht schon, der Schwierigkeitsgrad variiert immens. Von Level zu Level. Mal ist es einfach, mal ist es schwer und mal muss man wahrscheinlich auch um die Ecke denken. Was haben wir denn hier? Die können rein theoretisch Moment, wenn man das hier anschubst, passiert erstmal das, okay. Da haben wir jetzt sehr viel gekonnt. Also auf jeden Fall muss der wahrscheinlich schon mal hier hin, sonst ist der Matsch. Und dann... Hier muss man ja eigentlich zweimal anstoßen, sonst geht das ja gar nicht. Aber man kann ja nur einmal anstoßen. Oder Moment. Man kann doch bestimmt, ob das als Anstoßen zählt, wenn ich den jetzt hier drauf fallen lasse. Ich probier's mal. Jetzt läuft die Reihe hier drüben praktisch runter. Ich probiere mal was anderes anzustoßen. Na, bewege dich. Es funktioniert. Das heißt also, dass wir den da runterfallen lassen und dann einfach da oben nochmal anstoßen, weil die Reihe da drüben kann ja runterfallen, wie sie möchte. Müssen wir das aber anders machen. Muss der hierher? Der muss hier halt den roten Stopperstein nicht vergessen. Dann lassen wir den einfach hier runterfallen. Und krabbeln wieder nach oben. Das ist doch mal ein Plan. So. Jetzt läuft das hier wie auf einer alten Murmelbahn. Warum auch nicht? Muss man wirklich, manchmal sieht das kompliziert aus, aber ist im Grunde genommen ganz einfach, man muss bloß drauf kommen. Genauso wie hier. Hier unten stehen überall Verschwindersteine. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bestimmt wieder von da oben anschubsen. So ähnlich hat man das ja schon mal. Dann stellen wir den einfach mal hier dahinter. Das heißt, wenn der von da oben runterkommt, damit er die hier drüben
abmäht. Dann wechseln wir einfach mal den hier aus. Und stellen hier noch, weil der wird das sonst auch nicht erreicht, der Stein hier. Und stellen den einfach mal noch mit dazwischen. Ja, das werden wir zeitlich wieder nicht schaffen, müssen wir bestimmt nochmal machen. Wenn es denn überhaupt funktioniert, so wie ich das in meinem kranken Hirn mir denke. Der muss noch hier hoch, sonst wird er Matsch. Und dann probieren wir das einfach mal. Aber das wird von der Zeit her bestimmt nichts. Das wird knapp, so knapp. Jawohl. Nein, da geh rein. Ach verdammt. Aber so funktioniert's. Okay. Also der hier hinter. Der oder irgendeiner hier hin. Den stellen wir da vorne wieder in die Lücke. Und krabbeln wieder hoch. Und das Ganze nochmal. So. Nächstes Level. Level 34. Und wir haben wieder ein neues Setting. Sieht aus wie ein Computer oder so. Ein altes Mainboard. Egal. Das ist vielleicht dasselbe Prinzip, wenn ich mir das so angucke. Hier haben wir einen Teilerstein. Wie vorhin. Den stellen wir hier hinten hin. Den hier hin. Dann schubsen wir einfach mal an. Ja, das war jetzt sinnlos. Weil jetzt kommt er. Oh. Nee, das war nix. Aber so, der Anfang war, denke ich mal, ganz okay. Der Teilerstein hier hoch. Das hier hin. Was machen wir damit? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt setzen wir den einfach hier hin. Das kann jetzt natürlich passieren, aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die beiden Steine... Oder? So viel zum Thema, es ist sehr unwahrscheinlich. Also müssen wir es wirklich wahrscheinlich so machen wie vorhin, den erst fallen lassen und dann einfach... den anderen anstupsen. Wenn ihr mir folgen könnt. Das heißt, wir tun den jetzt einfach mal hierher. Wir lassen den hier drauf fallen. Und warten. Halt. Und schubsen den jetzt an. So einfach kann es gehen. Die 35. Mhm.
Ja, wo stößt man da jetzt am besten an? Ja. Oh Gott. Bei mir im Hirn ist gerade nur Luft. Der muss doch rein theoretisch. Moment, wie könnte denn das fallen? Der muss bestimmt hier vorne hin. Fällt das da runter? Der kippt dahin, räumt das mit ab, das fällt dann hier rüber. Ich behaupte mal, so kann es gehen. Das schaffen wir natürlich zeitlich wieder mal nicht. Nee, absolut nicht. Aber so funktioniert's. Ja. Stürze ich mich gleich mal in den Freitod. So, wie hat man das jetzt? Der war hier. Und der Rest ist, glaube ich, so geblieben. Ja. Genau. Die Nummer 36 sieht also so aus. Da haben wir einen Teiler. Den tun wir hier hin. Dann muss das wahrscheinlich hier hin. Und der muss hier hin. Und das macht keinen Sinn. Wo ist eigentlich der Ausgang? Da drüben. Jo. Jetzt trifft der auf den Explosionsstein. Das war ja einfach. Verrückt. Aber von mir aus kann es gerne so einfach weitergehen. Ja. Sprach's und verstummte. Wo stößt man denn jetzt an? Was haben wir hier unten eigentlich noch? Was ist das für ein Stein? Ach, noch ein Aufsteiger. Okay. Wo stoßen wir an? Rein theoretisch können wir... Wir können ja nur... Wenn wir hier anstoßen, oh, dann fallen ja die Steine davor nicht um. Moment. Also der hier muss, denke ich mal, erstmal weg. Weil je nachdem... Jetzt können wir den nicht vor den Ausgang stellen. Ach, verdammt. Ach so. Ja, wenn wir das jetzt so machen... Bleibt dann immer noch die Frage, wo man jetzt anstößt. Ich weiß es nicht. Weil hier oben anzustoßen macht ja eigentlich keinen Sinn. Und hier...
Ja, schön. Das bringt auch niemanden was. Aber der muss auf jeden Fall hier weg. Der muss auf jeden Fall dahin. Plus wo? Ich meine, von hier oben anstoßen macht ja auch keinen Sinn. Fliegt er ja rein theoretisch einfach nur nach oben und dann passiert erst gar nichts. Bin ich gerade blind? Muss ich ihn anstoßen? Das verwirrt mich. Hier unten hat man gerade angestoßen. Ja, wir können es ja mal gern probieren, aber bringt ja nichts. Wir müssen nicht. Genau. Wenn wir den ja hier hinstellen. Das so müsste es funktionieren, ne? Und jetzt können wir auch hier anstoßen. Weil jetzt passiert nämlich Folgendes. So. Genau. Mensch. Durchatmen. Was machen wir jetzt hier mit? Das ist ein Explosionsstein. Den hier absetzen? Nee. Ach, der muss bestimmt. Der muss bestimmt hierher. Und der muss hierher. Oder? Und wenn wir jetzt so Jetzt bring dich halt mal um. Mann. Geht doch. Das müssen wir natürlich vorher noch vertauschen. Obwohl, der muss bestimmt eher mit hier runter. Weil sonst geht das ja viel zu schnell. Dann machen wir das so. Und das machen wir so. Und das machen wir so. Mal schauen. Verdammt. Ach doch. Oder? Fällt er noch um? Jetzt. Das war ja komisch. Mensch.
39. Was müssen wir hier machen? Das sieht ja mal... Wenn der schon so provokativ hier oben steht, müssen wir ihn bestimmt wieder hier runterfallen lassen. Aber natürlich nicht so. Du musst... Okay. Das heißt, ein so ein Stein muss bestimmt hier ans Ende. Dann muss der aber hier weg. Und dann muss bestimmt hier unten noch, weil sonst kippt er ja nicht wieder nicht um. Der letzte Stein. Wir müssen bestimmt mit hier hoch. Wir bauen hier oben einfach mal alles voll. Ah, den da hinten darf ich nicht vergessen. Weil der ist ja sonst auch kaputt. So, der muss jetzt natürlich noch, oder egal welcher. Jetzt schubst mal einfach mal an. Das dürfte eigentlich schon des Rätsels Lösung sein. Na, mach hin. Ja. Also hier, die Levels in diesem Computer sind gar nicht so kompliziert wie die anderen, finde ich. Die gehen bis jetzt. Was ist denn das? Hm? Nicht denn hier? Das dürfte doch eigentlich ein Selbstläufer sein. Ah, nee, der Verzögerungsstein muss hier hinter. Da merkt man aber auch mal wieder, es ist wirklich einfach nur ausprobieren und dann gucken, was passiert und dann halt die Fehler abstellen, die auftreten. Was mache ich denn jetzt hier? So. Na? Ha! Perfekt. Wann gibt's eigentlich den nächsten Snack? Mensch. Kommt mir ja schon ewig vor. Wir spielen doch jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde. Was haben wir hier in einem Brückenstein? Brückenstein muss bestimmt vor die Lücke. Und sicher weiß man wenigstens immer ungefähr. Hallo? Hallo? Nicht die Leiter hoch. Och, Mann. Hier weiß man wenigstens immer ungefähr, wo man anstoßen muss. Ungefähr. Hm. Der jetzt da hoch. Muss ich vielleicht hier anstoßen? Dann muss der hier aber weg.
Nee, hier anstoßen ist blöd. Was macht der Stein hier? Der ist auch blöd. Vielleicht... Nee, das bringt ja so auch keine Punkte. Gucken wir erstmal, wie immer was passiert. Aha, aha. Ja. Okay. Aha. Also da fehlt schon mal ein Steinchen. Das heißt, der kann gut und gern eventuell hier hoch. Den tun wir hierher. Den stellen wir einfach irgendwo hin, wo er uns nicht stört. Behaupte ich jetzt mal so. Dann probieren wir das Ganze noch einmal. Nee. Noch nicht ganz. Aber der muss auf jeden Fall hierher, das ist klar. Ach. Vielleicht muss er... Der hier hin. Nee, das ist auch blöd. Wenn wir den hier runter tun. Vielleicht wird sowas. Kann ich wieder nicht anstoßen. Muss man den mal noch weg. Nee, nee. Fliegt er ja aber hier runter, das wollen wir ja auch nicht. Leitern. Ah, ich will nicht die Leiter hochklettern, ich will anstoßen. Ach man. Aber so kann es auch nicht gehen. Jetzt habe ich echt gerade einen Blackout. Viel zum Thema, die Levels hier sind etwas einfacher als vorher. Wenn das fliegt dann hier runter, lalala. Ach, vielleicht können wir den Verzögerer einfach noch mit hier herstellen. Vielleicht geht's dann so. Oder hatten wir das vorhin? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ha! Das Ganze jetzt nur ein bisschen schneller. Ist. Jetzt hier hin. Das natürlich dahin. Das von mir aus dorthin. Und den hatten wir hier. Und los geht's.
verdammt, was habe ich denn jetzt vergessen? Ah, ich habe den zu weit. Oh, nee. Das ist... Okay. Ja. Diesmal machen wir es besser. Bin ich jetzt komplett? Hey, doch so. Jo. Ich glaube, ich werde dann einfach hier zwei Folgen zusammenschnipseln. Weil es kommt ja immer noch kein Snack, das dauert ja sonst zu lange. Kann man gut und gern noch zwei Folgen draus machen, was ist das denn? Den muss man doch bestimmt einfach nur hier runterfallen lassen. Und jetzt hier runterspringen. Was ist denn das für ein Level? Freunde, können wir uns noch? Ah, rein hier. Was war das denn? Das passt ja mal so gar nicht da rein. Aber gut. Mich soll's nicht stören. Was haben wir hier jetzt? Prima. Dann müssen wir bestimmt den Trick von vorhin anwenden. Den einfach gerade drauf fallen lassen. Und jetzt hier drüben irgendwas anstoßen. Stimmt so rum. Ja, hier unten ist auch der Ausgang. Ist ja verwirrend, wer denkt sich sowas aus? Alles kranke Menschen. Ach Gott. Und da ist unser Snack. Und ich brauche eine Pause. Gut, danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht's natürlich weiter. Mal sehen, in welchem Setting wir uns dann befinden werden. Macht's gut!